Und damit ein wunderschönes herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kies serviert, Kreis probiert. Und der gute Kiesjor, der Großmeister, der Gönjor, hat gesagt, Kreis, ich habe mir dein Gnosis Let's Play angeguckt und habe gesehen, du bist, was Dinosaurier angeht, einfach viel, viel, viel zu ungebildet. Deine Zuschauer wissen so viel über Dinos und du weißt gar nichts. Und deswegen hat der große Gönjor mir hier heute mal ein Spiel zugespielt, welches in der Preiskategorie dann doch ein bisschen höher liegt. Ich war sehr überrascht, ja, weil sonst kostet ja meistens alles nicht mal einen Euro. Hier sind wir jetzt schon bei 15 Euro angesiedelt, aber trotzdem, also wer Lust hat und Lust empfindet, Dinos zu jagen und dabei mehr zu lernen, denn das soll wohl das Ziel dieses Spiels sein, dass Kreis nach diesem Let's Play hier mehr über Dinosaurier weiß als alle anderen Menschen. So, deswegen gehen wir jetzt mal auf Hand und ja, wir werden sehen, was passiert. So, die Dino Hunt Corporation heißt sie herzlich willkommen auf, ja, einem Lifetime Adventure. Okay, sie werden auf einer Jagdinsel niedergelassen. Guck mal da, oh, da werde ich abgesetzt. Oh mein Gott, aua. Threat Level Low, Hunting License, Stegosaurus, also ich habe eine Jagdlizenz für einen Stegosaurus. Mit dem Rifle darf ich jagen gehen. Delafoyce Hills. Okay, wow, sieht aber schon mal ganz cool aus. Ha? Da haben sie es dem Dino hier aber. So, das ist dein erster Hand. Also erstmal langsam. Ein Stegosaurus ist ein Pflanzenfresser, oder? Das Danger Level ist niedrig. Das soll Herb, wahrscheinlich Herbs sind ja irgendwie, ne? Switch to Mist. To check your location. Liegt hier irgendwo Mist? Kann ich da mich reinsetzen? Oder muss ich da irgendwie eine Taste drücken? Ich drücke. Ah, okay. Tabulator. Hold X to evacuate. Use it to acquaint with the area. Stegosauri trend to roam near water. So, also. Stegosaurus ist nah am Wasser, also sollte ich mich zum Wasser begeben. Dann gehen wir mal da runter. Einfach hier oder da, geradeaus. So, have a good hunt. Letzte Sache, Stegosaurus will ich nicht essen. Also, careful. Okay. Stegosaurus, 2,68 Tonnen. Ah, guck mal. Jetzt weiß ich, das ist... Alter. Okay, okay. Also, sollen wir erstmal einen Stegosaurus niederhunten. Da bin ich ja mal gespannt, was mir dieses Spiel hier heute anzubieten hat. Auf dieser einsamen Dino-Insel. Ich meine, ist das nicht der Traum eines jeden Großwildjägers? Ach, guck mal hier. Hier sind Spuren von Dinos. 2,8 Tonnen. Das ist eine dicke Bertha, ey. Aber wo ist sie hin? Komm, Mädel. Wo bist du? Oh, wow, wow. Ey, guck mal, hier wachsen dieselben komischen Palmen wie in dem anderen Spiel. Okay, auf Alt kann ich den Atem anhalten. Hey, lauf doch nicht davon, Bruder. Alles ist gut. Oh, oh. Oh, oh. Ich habe nichts getan. Alter! One-Hit oder was? Blattschuss! Ich krieg Gems und Pokale. Important Trophy Confirmation. You killed a Dino. To confirm your kill, move to close, low close to it. Ja, ich brauche ja nicht sprinten. Hier läuft doch noch irgendwas anderes um uns herum, oder? Was ist das denn? So, kann ich das jetzt irgendwie... Tap Trophy Info. 6 Gems, 129er Score, 2,86 Tonnen, 34 Meter. One Hit. Alter, 3 Sterne. Collect Trophy. Wie kann ich denn jetzt... Collecting Trophies. Only licensed trophies can be collected. You should buy license before starting the hunt. Was ist nun? Wow! Alter! Okay. Nice.
Habe ich einen schönen Stego gefangen, oder was? Und jetzt? Wie kann ich mir eine neue Lizenz kaufen? Mache ich das hier irgendwie über den... Naja, für Fernglas kann ich rechte Maustaste drücken, das weiß ich. Das habe ich schon rausgefunden. Okay, das ist die Distanz. Aber hier ist nix. Soll ich noch einen Stegosaurus fangen? Meinte ich, krieg noch einen besseren? Oder sollen wir uns mal evakuieren lassen? Okay, Moment, ich lass mich mal jetzt selber evakuieren und schau mal, ob ich mir hier jetzt eine neue Jagdlizenz kaufen kann. 30 Sekunden, um in dem Evakuierungsbeam. 22. Wow, Alter. Das ist echt krasser Shit. Wow. Okay. Dann verziehen wir uns mal von der Insel und schauen mal, ob ich hier jetzt was kaufen kann oder ob ich noch so ein paar... Geil, guck mal da, Alter. Ist das der Saturn? So, Time Spent 4,57. War ich so lange hier? Einen Schuss gemacht, Alter. 100%. Critical Shots 0. Trophies. Trophy confirmed. 1. 6 plus 4. Stegosaurus. Okay, den habe ich jetzt in der Trophy Gallery. Alter, das ist eine exzellente Trophäe. Also die habe ich überhaupt gar nicht kaputt geschossen. Sehr nice. 129er. Ah, guck mal, genau sowas habe ich mir hier doch. Boah. The Great Forest gibt's auch noch. Okay, ich sehe, wir können hier einiges jagen, Freunde. Und einige wunderschöne Trophäen sammeln. Stegosaurus. Okay, ein Ankylosaurus. Ist dangerous. Alter, und der ist auch hart gepanzert. Soll ich den... Okay, purchased. Not dangerous. Und der ist dangerous. Okay, gehen wir mal back. Ach so, guck mal hier, das sind nur so... Beep, beep. Ah, da kann ich Trophies. Okay, Trophies. Okay, also wir betäuben nur. Ich töte nicht. Das ist schon mal gut. Weapon. Wow, Rifles sind aber teuer. Warum ist der X-Bow so teuer? Equipment. Player Upgrades. Movement Speed. Leichte Klamotten, das kann ich aber alles noch nicht. Boah, da musst du ja ordentlich was sammeln. Alter, Leute, Leute, also wenn wir uns hier... Radar, Decoy, okay, Display all Dinosaurs. Das wird ein bisschen dauern, hä? Okay. Ich würde sagen, dann haben wir uns das Menü jetzt auch mal schön angeschaut. Dann gehen wir jetzt zurück auf Delafeos Hills. Lassen uns mal hier absetzen und schauen mal, ob wir noch so einen Ankylosaurus finden irgendwo. Aber ich muss im Endeffekt, muss ich ja alles niederstrecken, ja, so um Punkte zu machen. So, hier am Wasser ist doch eigentlich schon mal gut, oder nicht? Warum kann ich jetzt die... Was war das? Laufen hier Nattern rum? Hä, habe ich jetzt meine Waffe nicht mitgenommen? Was? Hä? Irgendwie... Resume Options, Hints... Null Gems, Wind... Habe ich meine Knarre nicht mitgenommen oder was? Oder hatte die nur einen Schuss? Keine Saurier im Bereich. Fette Mücken irgendwie am Start hier irgendwo. Könnte auch sein, dass sie um mein Mikrofon schwirrt und mir gleich in den Mund springt. Ihr wisst ja, wie das ist. Irgendwie stand hier auch nichts. Hä? Okay, Leute, ich muss noch mal kurz hier raus. Ich muss noch mal kurz hier raus. Es tut mir jetzt sehr leid. Continue.
Ach, weil ich hier auf Observe gegangen bin. Okay. Okay, okay. Shooting Range brauchen wir nicht. Weapon Upgrades. Alter, okay, okay. Aber ich will nicht in den Observe-Modus. So. So wollen wir es haben. Press to begin. Ich will sie niederhanden, ja? Darum geht's erstmal. Ich will jetzt nicht hier in den Beobachtungsmodus. Das bringt uns ja heute nichts. Wir wollen ja niederstrecken. Wir wollen ja auch was lernen. Guck mal, ich weiß jetzt, was ein Stegosaurus und was ein Ankylosaurus ist. Da unten habe ich schon einen gesehen. Okay, gefährlich. Aber noch nicht high und extreme. 129, 15 Gems, Weapon Type Rifle. So, und schauen wir doch mal. Your prey await. Also, meine Gebete erhören mich hier irgendwo mitten im Wald. Hey, das ist ja schon fast ein richtiges Hunting-Game. Hab ich da was gehört? Hey, boy. Ich darf dich gar nicht jagen. Ich habe keine Lizenz dafür. Hier sind Kisten. Aber ich habe keine Lizenz, um euch zu jagen. Da habe ich doch irgendwas gehört, oder? Der Wind bläst. Wir müssen uns ein bisschen... Was war das? Alter! Ich habe Angst, ohne Scheiß. Meint ihr, der wird mich abranzen hier? Da hinten gerade einen gesehen? Nee, ne? Die haben einfach so Geräusche eingefügt. Ja, so wird sich das angehört haben in der Urzeit. Obwohl, das ist ja hier eine künstlich angelegte Insel anscheinend. Denn der Mensch lebt, hat fortschrittliche Technologien. Also wird es hier so ein bisschen Jurassic Park-mäßig nur mit Jäger-Ambitionen sein. Aber anscheinend lernen wir nur durch die Jagd. Oh, wow. Es kam von hier irgendwo, ne? Schauen wir mal. Man soll ja immer ein bisschen hochklettern, hat Bear Grylls gesagt damals. Ob es hier auch Flugdinos geben wird? Wo war das? Da irgendwo, ne? Ich habe keinen Bock, wenn ich jetzt sprinte und der hört mich halt und ist hier irgendwo hinterm Berg. Dann könnte es eventuell passieren, dass man uns aus dem Hinterhalt ein bisschen abrapen wird. Soll ich mal? Ich kletter mal da hoch. Alter, hier ist irgendwas in der Nähe. Irgendwas Größeres, was auf jeden Fall ziemlich meckert. Oh. Warum kam da jetzt auf einmal so eine... Scheiße, komm ich da hoch? Das klingt, als wäre hier direkt irgendwo vor mir. Irgendwo da? Wo ist die Sau? Okay, jetzt könnt ihr mich mal am Glas lecken, dann sprinte ich jetzt trotzdem. Ah, ich habe einfach nicht die Geduld eines Jägers. Ich hätte sie so gern. Heute, das ist hier, das ist alles reine Education, Freunde, ne? Wir lernen heute einiges über Dinosaurier. Das ist ein Gallimus. Oh, shit. Irgendwo hier hin. Guck mal.
Stego 286. Komm schon, ich wollte dir direkt in den Nacken schießen. Komm schon. Stehen bleiben. Okay. Der hat ein bisschen mehr gebraucht, hä? Was war das denn, Alter? Da schleimt's mir aber aus dem Hals. Trophy Info. Ja, dann. Mitnehmen. Das hat aber mit nahem Wasser auch nicht mehr viel zu tun, hä? Kann ich über die anderen nicht irgendwelche... hat er nicht gesagt, in der Mitte der Insel wird mich irgendwie was Tolles erwarten? Naja, schauen wir mal. Links hier war auch irgendwas. Habe ich meine Kopfhörer richtig rum auf? Sonst ist das natürlich alles ein bisschen verwirrend. Alter, hier kann man super weit gucken. Hier muss doch irgendwo, muss ich hier doch... Da hinten ist noch ein Stego. Den gesehen? Er war ganz schön getarnt. Wo ist er hin? Da. 264. Da, er liegt da und schläft. Der Ankylosaurus. Er liegt dort und schläft. Shit. Ich will ihn aber auch nicht wecken eigentlich. 4,3 Tonnen wiegt das Ding, ey. Okay. Dann versuchen wir es mal. Nicht, dass der aggressiv wird und mich irgendwie... Weil große Chancen haben wir dann nicht, ne? So, wir sind grün. Wir sind quasi voll getarnt. Ja, du, trink du mal was. Jetzt ist die Frage. Ich meine, wo sitzt eigentlich, ist es doch egal, wo so eine Betäubungsspritze landet, ne? Ich gehe mal hier um diesen... Oh oh. Shit. Okay, das wird nicht meine beste Trophäe. Haut ab. Ich muss ihm doch irgendwie unter den Panzer schießen. Stehen bleiben! Oh, ich habe nicht mehr so viel Munition. Mist, hätte ich mal GPS-Tracker gekauft, aber ich hatte kein Geld. Alter!
Okay, das wird nicht meine geilste Trophäe, aber es wird eine Trophäe. Ah, jetzt fühlst du dich gleich... Na also. Wow. Krass, Alter. Naja, 7 Games, 1 Stern nur für die Trophy. Das kann man ja notfalls hinterher noch 62 Meter Kill Distance. 7 Hits. Naja, okay. Dann nimm mal mit. So, ich habe noch 3 Schuss. Die laden wir mal durch. Hier war doch noch irgendwo einer. Die 3 Schuss würde ich dann vielleicht doch noch vielleicht so halbwegs nutzen wollen. Wenn hier jetzt noch ein Stego rumläuft. Am Wasser sollen die sich ja aufhalten, angeblich. Ja, Leute, komm, hier muss doch noch ein Stego sein. Ich meine, der eine wird abgehauen sein, als ich hier rumgeballert habe. Oder? Hm. Hier sehe ich gerade nichts. Alter. Hier sehe ich gerade auch nichts. Hm. Egal, wir werden sie niederhunten. Ich werde sie alle hunten. Das heißt, man muss auch so ein bisschen im Überblick haben, was man so für Trophies hat, ne? Aber der Ankylosaurus, oder wie auch immer er hieß, der hat ja hier ein bisschen gechillt. Den hätte ich wahrscheinlich im Schlaf direkt in die Fratze schießen müssen. Schön ranschleichen und dann aus 2 Meter Entfernung, batz, ins Ohr schießen, aber... Das ist nicht mein Stil. Das ist nicht mein Stil. Ich mag es, wenn sie weglaufen. Ich meine, ich habe die Lizenz, ne? Es ist kein Ding. Ich habe die Lizenz zum Jagen. Dass man überhaupt hier Lizenzen braucht, ist so ein bisschen merkwürdig. Aber okay. Okay, ich glaube, ich... Vielleicht habe ich auch irgendwas anderes gesehen. Okay, beruhig dich, Bruder. Beruhig dich, mein Freund. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich weiß, dass du dich nicht darüber freust, hier mit mir zu sein. Hey, komm schon. Out of ammo. Okay, ja klar, aber ich habe doch jetzt, ich wollte doch das nur eben ausnutzen. Sehr schön. Wenigstens die Trophy sammeln. Ich muss ja nicht richtig einsammeln. Ich will halt nur die Gems, ne? Und den Score. Okay, cool. 278, das ist jetzt nicht meine beste Trophy, deswegen brauchen wir die nicht collecten. Okay, dann lassen wir uns mal evakuieren. Ah, so, Freunde, wo seid ihr denn? 5 Sekunden, da kommt er. Laserbeam! Scotty, nimm mich mit! Dankeschön! Und da verschwinden wir auch von unserer wunderschönen Insel. Ja, geil! So, da haben wir wieder was gelernt. Jetzt fahren wir natürlich Munition holen.
De La Fios Hills, ja, fast 4 Kilometer gelaufen, 15 Schüsse, naja, 86%, ich war diesmal nicht so treffsicher. Stegosaurus habe ich schon in Trophy Gallery, habe ich jetzt 9 mit eingesammelt? Total 5 Gens, Rating, Nice Trophy. Achso, das ist so Nice Trophy, Nice Trophy, okay, sind alles Nice Trophies, aber halt, naja, den habe ich ja abholen lassen, der ist jetzt in Trophy Gallery. Ah, kacke, den anderen habe ich auch abholen lassen. Ich hatte doch schon eine 3-Sterne-Trophäe von dem in der Galerie. Naja, gut, okay, wir müssen da erstmal mit klarkommen. 17 Games, okay. Cool, continue. Alles klar, dann back, gehen wir mal hier in die Gallery und gucken mal, ob da jetzt, dann habe ich wahrscheinlich nur so ein 1-Sterne-Ding. Aber das kann man sich mal so gönnen, ne, zum Abschluss der Folge. Können wir mal sagen. Oh, Spacebar habe ich gar nicht gesehen. Ja, jetzt habe ich hier, siehste, Scheiße. Ah ne, doch. Set Trophy. Ach so. Den setzen wir erstmal dahin. Kann ich das hinterher noch tauschen? Ja, ne? Ja, könnte ich. Ne, ne, dann mache ich doch hier meine 3-Sterne-Trophäe. Guck mal, Alter. Schöner Stegosaurus. Wunderschönes Ding. Haben wir hier den Ankylosaurus. Alter, das ist ein Hammerteil, ne? Und sowas hat es wirklich gegeben? Leck mich am Arsch. Junge, Junge. Auf was für einem Planeten lebe ich eigentlich? Naja, hier ist noch Platz für einiges an Trophäen, Freunde. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir wieder neue Lizenzen kaufen. Und naja, wenn ihr irgendwie Bock habt auf ganz gewisse Lizenzen und vielleicht das Spiel schon kennt, ne, lasst es mich immer ruhig alles wissen. Lasst euren Gedanken freien Lauf unten in den Kommentaren. Vielen Dank. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tingeling. Blablabla.